Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Die Schweiz ist reich an Traditionen und lokalen Bräuchen. Die Liebe zur Heimat zeigt sich in der Volksmusik und prägt in jeder Region eine eigene Trachtenkultur. In kleinen Werkstätten wird seltenes Handwerk gepflegt und Käsen auf der Alp gilt als Kulturgut. Grüezi und ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Am Wochenende des Eidgenössischen geht es auch bei uns um geliebte und gelebte Traditionen. Darum hat es mich heute aufs Land verschlagen, und zwar auf den wunderschönen Hof der Familie Schütz im Emmental. Sie bauen Kräuter an für die traditionellen Ricola-Zeltchen und ich werde nachher schauen, wie das so geht. Das eidgenössische Schwing- und Alperfest ist für Traditionsfans definitiv das Highlight des Jahres. Aber wer näht eigentlich die robusten Schwinghosen? Und wer die edlen Festtagstrachten der Ehrendamen? Wir haben zwei Meister von ihrem Fach besucht. Bei jedem eidgenössischen Schwing- und Alperfest sind sie unverzichtbar. Die Schwingerhosen von Sattlermeister Paul Eckimann. In seiner kleinen Werkstatt in Grünen im Emmental übt er ein traditionelles Handwerk aus. Hier ist alles noch Handarbeit. Ich bin dazu gekommen, weil mein Vater schon ein Sattler war und dem seine Brüder sind auch schon Sattler gewesen. Ich habe schon während der Schulzeit geholfen in der Sattlerei. Ich habe schon Näher, in der Schule haben wir schon ein bisschen genäht. Es hat sehr Spass gemacht. Und Schwinghosen hat der Vater gerne gemacht. Er hat auch ein bisschen geschwungen früher. Und nachher kamen wir bei ins Geschäft und haben gut gelaufen. Alles. Und dann haben wir das ein bisschen mehr Tank genommen, die Schwinghosen. Der dicke Leinenstoff, Zwilch genannt, ist eine Naturfaser. Mit Schablonen, die schon sein Vater verwendete, schneidet Paul Eckimann die Teile zu. Mit der Zeit habe ich nachher die Schablone auch ein bisschen abgeändert, an zwei, drei Stellen, weil ich gehe etwa schwingfest und frage die Schwinger, wie sieht das aus? Und sie sagen mir gerne, ja, mit deinen Hosen kann man ganz gut schwingen, da sind wir ganz gut zufrieden. In den letzten 15, 20 Jahren hat man nichts mehr gemacht dran und ich glaube, ich mache nichts mehr dran. 200 bis 250 Hosen näht Paul Eckimann pro Jahr. Jede ein handgemachtes Einzelstück. Vieles näht der Sattler nach wie vor von Hand und hält das traditionelle Handwerk lebendig. Was macht für ihn eine gute Hose aus? Erstens muss man guten Stoff haben. Es gibt dünnere und dickere. Hart muss er sein, also zäh. Und nachher muss ich, wenn ich ihn nähe, muss ich schauen, dort, wo es den neuralgischen Stellen, dass sie drei-, vierfach genäht ist, dass es nicht aufkann, die Nähte nebeneinander, dort, dass es nicht einschneidet. Das sind alles Erfahrungswerte. Andrea Balmer ist mit dem Schneiderhandwerk aufgewachsen und hat viele Stunden ihrer Kindheit im Atelier ihrer Mutter verbracht. Es war immer ein Paradies, die Wühlkiste mit den Stoffresten. Und dort durfte ich alles rausnehmen, um zu brauchen und selber Sachen auszuprobieren. Ich denke, so im Kindergarten oder in der ersten Klasse habe ich sicher schon die ersten Sachen fürs Baby genäht. Ich wollte zuerst etwas mit Kind machen, Kindergärtnerin oder so. Und bin aber gleich auch noch eins als Schneiderin geschnuppert in einem anderen Betrieb. Und da musste ich doch sagen, als Beruf ist das eigentlich das Ideale für mich. Vor 12 Jahren beginnt Andrea Balmer mit dem Trachtenschneidern. Seit 11 Jahren ist sie zudem Präsidentin der Trachtenkommission Zug. Da hole ich jetzt gerade eine Zuger Arbeitstracht. Das ist eigentlich die schlichteste Tracht, die wir haben im Kanton Zug. Nebenzu ist eine blaue Sonntagstracht.
Speziell daran ist die beige Bluse. Das ist eigentlich die einzige Tracht in der Schweiz, die eine beige Bluse hat. Dann habe ich noch eine dritte, die nehme ich jetzt gerade mit. Da lege ich jetzt dieser Büste eine Zucker-Ausgangstracht an. Die ist aus grauem Fischgratstoff. Und das hier ist jetzt gerade meine persönliche, die ich als allererste Tracht genäht habe. Am Schluss kommt der Blickfang. Das ist das Krellenfischchen. Man könnte hier dazu auch ein Gestrickt anlegen. Aber das ist dann die edle Variante, die dann auch noch den Farbtupfer gibt. Zum eidgenössischen Schwing- und Elplerfest gehören auch die 12 Ehrendamen und ihre Festtagstrachten. Ohne Handschuhe und Stickerei stecken 55 bis 60 Arbeitsstunden in einer solchen Tracht. Als ich den Auftrag bekommen habe, um diese Ehrendamentracht zu machen, das ist ja unglaublich sensationell. Ich habe nie damit gerechnet und es ist natürlich eine grosse Ehre, bei diesem Anlass das zu machen. Und vor allem auch die Hinterkulisse zu sehen von so einem grossen Event. Livia Villiger ist eine der Zuger Ehrendamen, die 5 Jahre lang repräsentative Aufgaben wahrnimmt. Gut, dann machen wir jetzt den Latz rein. Bei den Scheiben gibt es rote, rosarote oder hellblaue Schürzen. Und das OK hat sich für hellblaue entschieden, weil blau natürlich Zuckerfarbe ist. Und darüber kommt jetzt der spezielle Kragen. Die Röhrchen aussen dran beim Kragen, die werden mit heißen Scheren reingemacht. Man tut zuerst den Kragen mit einer Stärkemischung einreiben und nachher mit heißen Scheren werden die harten Röhrchen reingemacht. Den hinteren musst du auch machen. Ja, hinten. Genau. Ich stehe jetzt hier durch den Kragen. Es ist sehr schön in dieser Tracht. Es ist natürlich auch eine Ehre für uns, dass wir das Amt ausüben dürfen. Die Tracht hat mich schon immer fasziniert. Mir gefällt das einfach auch mit diesen schönen Farben und diesen verschiedenen Stoffen. Hallo. Im Restaurant Wart trifft sie Renate Stadelmann. Sie ist eine, die die Kunst des Filochieren noch beherrscht. Filochieren ist eine Knüpftechnik, die aus der Fischerei kommt. Genau auslesen, was du willst. Ich habe meiner Tochter die Tracht selber gemacht und konnte eigentlich alles selber machen. Schon mit Beihilfe einer Schneiderin. Und habe aber das Fische und die Händchen nicht selber machen. Das hat meine Ehrgeiz fast nicht losgelassen, als ich das nicht selber konnte. Und jetzt alle 3 Jahre gibt es jetzt Fisch in der Brauchtumswoche. Und dort habe ich gelernt, finanzieren. So, und am Schluss kann ich hier rausziehen und das geht nicht runter. Ich schätze sehr hier in Zünenberg das aktive Vereinsleben. Ich habe schon von meiner Familie mit auf den Weg bekommen, dass man sich engagiert. Und hier auf dem Dorfplatz Zünenberg und auf dem Kirchenplatz konnte ich unzählige wunderschöne Stunden verbringen. Sei es mit der Guckenmusik oder mit dem Blauen Ring, wo ich sehr lange aktiv dabei war. Also für mich ist Glaube und Tradition haben sehr viel miteinander zu tun. Ich finde das so schön in der Kirche, wenn sich immer das wiederholt und alle Jahre wieder so diese Sachen, man kann sich wieder darauf freuen und weiß schon so bisschen, was er erwartet und gleich ist es jedes Mal wieder anders. Viele Traditionen haben einen Bezug zum Glauben. Schwingen ist eine uralte Sportart. Schon in der Bibel wird vom Gürtelringkampf berichtet. In der Kathedrale von Lausanne findet sich die Darstellung einer Ringerszene aus dem 13. Jahrhundert. Damals wie heute müssen Schwinghosen enorme Kräfte aushalten, weiß Sattler Paul Eckimann in Grünen. Ich denke, wenn so zwei ganz starke Schwinger aus dem Maul reissen, das gibt sicher 300 Kilo Schnellkraft, die müssen aushalten. In zweiter Generation näht Paul Eckimann die traditionellen Schwinghosen. Seit etwa 10 Jahren gibt es sie in 2 Farben. Ein Zugeständnis an die Zuschauer. Ich hätte hier 2 zusammen schwingen, sind 2 Turner, weiß angelegt, noch 2 blonde Haare. Dann weiss schon nicht mehr, wer welcher ist. Und darum, wegen dem hat man helle und dunkle Hosen gemacht. Früher hat es nur helle gegeben, jetzt tut man sie einfärben, dass noch ein Paar dunkel ist. Auch die passenden Gurte für seine Hosen stellt er selbst her.
Und wenn er dann beim Eidgenössischen die Schwinger in seinen Hosen sieht? Das ist ein sehr gutes Gefühl. Da denke ich mir, ja, ich bin auch Teil von dem Schwingfest. Ich habe etwas beitragen zu dem. Und dann können sie dann noch ein gutes Feedback bringen. Das sind gute Hosen, ich habe gerne deine Rannen und so. Dann macht das einen schon stolz, oder? Ich bin hier immer noch im Emmital bei der Familie Schütz. Sie sind davor am Jetta und ich gehe jetzt fragen, ob ich etwas helfen kann. Hallo miteinander. Hallo. Hallo Eliane. Hi. Hallo. Hallo. Es schmeckt nach Pfefferminz. Was haben wir jetzt hier? Das ist Pfefferminz. Haben wir dann verschiedene Kräuter, die wir anbauen? Ja, wir haben Pfefferminz eben hier. Das ist eigentlich ganz eine mentholhaltige Pfefferminze, die eben für die Äffeli nachher super sind. Wir haben nachher Äpfelminze. Und Zitronenmelisse. Wir haben uns für diese drei Kulturen spezialisiert. Okay. Und wenn ich jetzt da euch helfen möchte, wie mache ich das richtig? Wenn du alles rausnimmst, was nicht Pfefferminz ist. Und, das ist das Problem. Drei und innen und außen. Schau, dass du möglichst die Wurzeln verwischst. Oh ja, das habe ich nicht verwischt. Eliane, du bist am Jette. Wenn du nie etwas anderes gemacht hättest, ist das immer dein Traum gewesen, mal so einen Hof zu haben? Eigentlich nicht. Ich bin in der Stadt Bern aufgewachsen. Ich habe immer gesagt, ich heirate nie einen Bauern, schon gar nicht aus dem Emmental. Mhm. Und dann? Ja, und dann ist halt die Liebe dazwischen gekommen. Gott hat einfach ein Wunder da. Ja. Und jetzt bist du am Jetten. Genau. Eben, und bei den Kräutern sind wir extrem abhängig vom Wetter natürlich, gell? Ja, das ist so. Alles, was draußen wächst, das ist halt immer sehr abhängig von Wetter. Und wir leben da immer halt so eine Wellenbewegung. Ja. Hat es auch schon Jahre gegeben, wo die ganze Ernte zerstört war? Ja, das haben wir auch schon erlebt, dass es wirklich einen Totalschaden, Ausfall hat gegeben. Hagelzug, der da ist, drüber reingekommen. Und ja, das ist einfach, das ist wie im Leben. Manchmal gibt es Totalausfälle. Und wir erleben aber auch das Gegenteil, dass wir manchmal Ernten erleben, wo wir wirklich das Doppelte ernten, was sonst. Und das ist eigentlich so der Ausgleich, was es halt gibt im Leben. Aber wenn du es richtig machen willst, gibt es auch Hühner zu tun. Spritzen nie ein Thema gewesen? Nein, das dürfen wir nicht, weil wir biologisch den ganzen Betrieb bewirtschaften. Darum ist das für uns kein Thema. Mhm. Wir müssen da voll Handarbeit machen. Geht Stunden nicht für Stunden. Ja, es gibt viele Stunden. Ja. So. Ich glaube, wir sind hier noch einen Moment beschäftigt. In der Zwischenzeit gibt es für Sie zuhause etwas Traditionelles fürs Ohr. Der Silvia Wenger Rötlisberger, ihr Herz geht auf, wenn sie jodelt. Ja, hallo. Das Jodeln ist eine einfache Art, um Freude und Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Ich habe die Stimme gegen Beamer. Ich brauche nicht zwingend ein Instrument, einen Liedertext. Wenn ein Jodl von Herz zu Herz dargeboten wird, dann berührt er. Und dann gibt es mir eben die mal Hühnerhaut. Ein Jodl hat den Ursprung vom Fehlackruf. Also die Hirtenbauern haben das Fehl so eingetrieben. Und man nimmt an, dass sich das nachher via Volkslied zum Naturjodl und zum Jodlied entwickelt hat. Silvia Wenger-Rötlisberger ist eine leidenschaftliche Musikerin. In der Natur fühlt sie sich dem Himmel ganz nah. Wenn ich hier durch das Grabmatttal komme, da gehe ich viel zu Fuß oder mit dem Velo durch, dann mache ich hier bei der weissen Flur mal einen Halt. Und dann habe ich das Bedürfnis, mal an so einen Jutzla zu gehen. Und das ist für mich das singende Dankesgebet an Gott. Und da fühle ich mich wirklich in Gottes schöner Natur sehr geborgen und aufgehoben und kann zur Ruhe kommen in dieser Stille. Jetzt schauen, wenn du anfängst,
Silvia Wenger-Rötlisberger ist in der Aus- und Weiterbildung tätig. Als diplomierte Kurs- und Chorleiterin für Jodelgesang und Kirchenmusik. Auch an ihre Tochter Judith gibt sie die Tradition weiter. Grundsätzlich kann jedes das Jodeln lernen. Beim Jodeln haben wir wirklich nachher die Bruststimme, die sehr erdig tönt und sehr kech tönt. Und die schnellen Wechsel in die Kopfstimme mit aufsteigenden und absteigenden Melodien. Und eben weite Tondistanzen. Wir nehmen doch gerade mal den Spiegel zur Hand. Ich finde es halt mega schön, etwas, das von früher kommt, nachzugehen. Und wie das eigentlich lernen und schauen, was daraus kannst. Ich habe den Wunsch für die Menschen, die das so interessiert, die das ausprobieren wollen und ihren Klang entdecken und ihr Potenzial, was da in ihnen steckt, dass sie das dürfen ausprobieren dürfen. Wenn ich jodle, dann spüre ich eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott, dass ich einen Sing- und eine Jodelstimme bekommen habe. Silvia ist in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Schon als Kind lernt sie jodeln und wird gefördert. Doch dann erkrankt sie an einer Stimmstörung. Ich habe am Ende des Teenageralters gemerkt, dass ich nach 4-5 Liedern Halse bekomme beim Jodeln. Ich bin dann zum Heinrich von Bergen und er hat vorgeschlagen, ich soll eine Stimmtherapie bei ihm anfangen. Und das bedeutet ein halbes Jahr nicht singen. Also absolut Singverbot. Und hat es nachher so durchgezogen. Und am Ende der Stimmtherapie hat er mir empfohlen, er würde mit meiner Stimme klassischen Gesangsunterricht nehmen. Unbedingt. Und das habe ich dann wirklich verfolgt. Bin aber am Jodeln immer treu geblieben. Ich habe es nie ganz verlassen. Heute probt sie mit Tochter Judith in der Kirche in Burgistein. An der Orgel wird sie unterstützt von Roland Finsterwalder. Du kannst ein bisschen piepsig, wenn du dann zu stark zeugst. Du gehst ja recht weit auf. Ich freue mich, dass Jodelieder und Jodelgesang nicht mehr verbönt sind in der Kirche, sondern dass sie ihren Platz bekommen haben. Das seit Anfang 70er Jahren hat der Jost Marti die Jodelmesse geschrieben und so das geistliche Jodellied in die Kirche gebracht. Ich habe eine Freude, wenn ich hier in ihrer Kirche darf singen und jodeln. Für mich ist es die Ehre, Lobpreis am Herz zu geben. Ich denke einfach auch für Menschen, die so ein Jodellied an einem Gottesdienst oder in einer Kirche hören, mit besinnlichen Jodelliedertexten kann berühren und kann schlussendlich auch wieder den Menschen näher zu Gott bringen. Wir sind jetzt bei einem anderen Feld, das schon parat ist für die Ernte. Und das passiert mit dieser Maschine, Christian. Ich muss sagen, die sieht recht traditionell aus. Schaffst du wirklich noch mit der oder ist die jetzt extra für unsere Sendung? Nein, die ist noch voll im Betrieb. Und wir arbeiten noch mit der, zwar nur noch bis Ende Jahr. Das war wirklich der Prototyp von der Prototyp, auch in der Schweiz. Das war eine der ersten Erntemaschinen in der Schweiz, die für Kräuter gebaut wurde. Aber wir sind dran an einer neuen und wir hoffen wirklich, dass die nächste Jahr zum Einsatz kommt. Willst du mir mal zeigen, wie ich dich unterstützen kann? Gerne, ja. Du darfst hier aufstehen. Und dann kannst du mit der Gabel hier all das Material, das hier raufkommt, ja, kannst du mit noch etwas hinterher fallen, damit wir hier einen schönen Haufen machen können. Gut, machen wir.
So, von den Investitionen her ist so ein Hof wahrscheinlich ein Fass ohne Boden, oder? Ja, das ist wirklich so, das kann man gut sagen. Das, wir haben vor allem so viele Bereiche, wo man immer wieder sehr gut überlegen muss, wo dass wir investieren und wo dass es halt manchmal noch zurückstehen und warten muss. Wie geht ihr mit dem um? Weißt du, wenn es mal knapp wird finanziell oder wenn die Zukunft nicht so sicher ist? Wir haben viele Sachen erlebt, auch finanzieller Art. Ich bin mal einer Krankheit fast zu Grund gegangen. Also wir haben schon die Beerdigung und alles vorbereitet. Und sind nachher aus dem rausgekommen mit wirklich auch unglaublicher Heilung, die ich erlebt habe. Und auch finanzieller Hilfe von Unbekannten, die wir eigentlich bis heute nicht wissen, wer das war. Was war denn das für eine Krankheit? Das war ein Mangel im Blutwert, der eigentlich chronische Entzündung hat ausgelöst und das hat bei mir nachher eine chronische Lungenentzündung ausgelöst und habe nicht mehr gegessen, nicht mehr arbeiten, bin abgemagert bis auf die Knochen. Was hat das Erlebnis mit dir persönlich gemacht? Das hat mein Gottvertrauen gestärkt und was ich glaube, unseren Kindern ist es sehr bleiben hängen, das Erlebnis. Sie haben von eins zu eins miterlebt, von einem Tiefgang, wo man wirklich darüber geredet hat, wie geht es weiter mit dem Betrieb. Bis zu meinem Tod eigentlich haben wir sehr viel diskutiert. Hat ausgelöst, dass eigentlich alle Kinder dem Gott nachfolgen mit einer unglaublichen Leidenschaft. Und das ist für uns, da sind wir so dankbar. Das ist wirklich cool. Vom Emmental wechseln wir jetzt ins Berner Oberland. Obwohl Willi und Elsbeth Pieren schon lange pensioniert sind, zieht sie jeden Sommer noch auf und auf die Alp, um zu käsen. Zehn Wochen verbringen die Pierens im Sommer auf der Alp bei Adelboden. Sie leben in einer einfachen Hütte mit den Kühen unter einem Dach. Jeden Morgen werden die Kühe und Ziegen um 5.30 Uhr gemolken und die Milch direkt zu Käse verarbeitet. Über mehrere Generationen wurde das Käsen in der Familie weitergegeben. Es ist nicht eine Fabrik. Jedes Käse ist vielleicht ein bisschen anders oder so. Das können Sie dann schauen. Und das macht es eigentlich gerade interessant. Wird es einfach verfeinern. Die Temperatur am Boden ist nicht gleich viel wie oben drauf. Das gibt zwei Käse. Hier gibt es regelmäßig bekommen die Pierens Besuch von Wanderern oder Bekannten aus dem Dorf, die auch gerne ein Stück Käse mit nach Hause nehmen. Alle ja, sagen, das sei so gemütlich da einfach. Sie genießen halt dort die Bergwelt, oder? Das Panorama da und alles. Und dann die Ruhe. Sie sagen einfach, gehen wir erst eine Ruhe. In der heutigen Hektik sucht der Mensch das. Und sie genießen vor allem, das merken wir gehen um. Es ist, wir sind in der Handyzeit, es geht nicht mehr persönlich. Und das schätzen die Leute, weil man einfach einen anderen Augen guckt. Und ich wüsste das selber, wie gut es manchmal tut, dass man etwas erzählen kann, wie es schaut. Als wenn man schluckt. Willi bläst den Alpsegen mit dem Schofarhorn. Also anfangs von der Bergzeit tue ich schon den ersten oder zweiten Tag meistens den Berg, dass Gott den Berg segnet, dass er Schutz und Bewahrung gibt. Der Allmächtige, er ist der Allmächtige. Und so wollte ich damit sagen, du bist der Allmächtige Gott und du hast alles in deinen Händen. Und auf dich sind wir angewiesen, wir Menschen, Kinder. Diese Abhängigkeit spüren sie vor allem auch durch das Wetter. In den Bergen kann es von einem Moment auf den anderen wechseln. Bewusst oder unbewusst ist das, glaube ich, hier jedem ein Stück weit wie klar. Wir sind dem Schöpfer von dem irgendwie abhängig.
dass es Regen gibt, dass es wächst, dass es Sonne gibt, die Wärme. Oh, das regnet du. Der Landwirt, aber sich schon bewusst ist, er kann das alles nicht machen. Das muss jemand anders machen. Also hat der Blitz tatsächlich hier neben der Hütte gerade eingeschlagen. Und so in einem grossen Stein. Und dann hat es das Hudel zu fetzen verjagt. Ja. Aber hier die Hütte hat es lassen. Und da merkt man einfach, was da für eine riesen Naturgewalt ist. Priska lebte früher in Zürich auf der Gasse und war drogenabhängig. Ich bin mit 16-Jährigen mit harten Drogen abgestürzt. So eigentlich den ganzen Werdegang. Und dann mit 99 bin ich dann wegen der Drogentherapie in den Raum Bern gekommen. Und ja, dann bin ich in Adelboden gekommen und bin hier geblieben. Eben, ich gehe jetzt auch hin. Ich gehe dann morgen zu den Gästen, weil der Christoph kommt ja dann auch. Dann können wir dann zusammen zu den Gästen gehen. Ja. Wieso? Okay. Das ist gut. Während mehr als 12 Jahren haben Pirens Leute mit Drogenproblemen in ihrer Familie auf dem Hof aufgenommen. Die konnten einfach mitarbeiten, können, so viel sie ja, wir haben sie, dann haben sie mal Blumen gesehen und nicht mehr gegossen. Wohl für mich war einfach wichtig, dass sie den Weg mit dem, was wirklich aus der Suppe lüpfen kann. Ja, mit Jesus. Das braucht ja manchmal nur. Ja, Umarmung. Du bist wertvoll. Der Lebensstil von Pirens hat ihre Kinder geprägt. Der zweitälteste Sohn lebt heute auf den Philippinen und leitet in Manila ein Hilfsprojekt für Drogenabhängige. Jeden Abend kommen die so um die 6, 6:30 sind sicher da. Willi kennt jedes einzelne seiner Tiere an der Farbe. Auch die Tiere wissen, wo sie zu Hause sind. Hey, das schmeckt wahnsinnig intensiv. Was passiert jetzt mit diesen Kräutern? Die sind vom Feld in die Trockne gekommen und dort abgepackt in die Säcke. Und hier werden sie jetzt zugebunden, angeschrieben und gelagert. Und dann gehen sie weiter. Danke vielmals, Elian und Christian, für den sehr spannenden Einblick in eure Arbeit. Und alles Gute. Danke, danke. Gleichfalls. Wir sind am Schluss von unserer Sendung und natürlich gibt es heute auch etwas Traditionelles bei uns zu gewinnen. Und zwar so eine handgeschnitzte Kuh vom Schweizer Heimatwerk im Wert von über 300 Franken. Wenn die gut zu Ihnen in die Stube passt, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und schreiben Sie uns mit dem Stichwort Traditionen bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche trifft Rudi Osseran die bekannte Bergführerin Evelyn Binsack. Dann geht es um Höhenflüge und Abstürze. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Machen Sie es gut und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch